Nein, John. Ohne Zweifel findet zwischen Kollegen hier und da ein Transfer von Organen statt. Natürlich nicht ganz legal, aber nicht in einer Größenordnung, die man als Organhandel bezeichnen könnte. Seit dem Anatomiegesetz von 1832, das die Verwendung freigegebener Leichen für wissenschaftliche Zwecke erlaubt, wird dem Schwarzmarkt definitiv Einhalt geboten. Für Ärzte und Studenten stehen genügend Forschungsobjekte zur Verfügung, das kann ich bestätigen. Nun, dann ist Organhandel als lukrative Einnahmequelle ausgeschlossen. Warum beschäftigt dich dann die Leichenhalle? Du sprichst von Organhandel, aber ich vermute, dass hier mit ganzen Leichen gehandelt wird. Gut, ganze Leichen. Zombies! Was willst du damit sagen? Dass ganze Leichen verschwinden? Tja, also die Sache ist streng vertraulich. Aber ich weiß um deine Diskretion und deine Freundschaft mit dem berühmten Sherlock Holmes. Vor kurzem sind einige Leichen aus der Leichenhalle unserer Universitätsklinik verschwunden. Sie waren für die Sektion vorgesehen, sprich arme, unbekannte Leute, die niemand für die Bestattung eingefordert hat. Wäre nur eine Leiche verschwunden, hätte man es als schlechten Scherz abtun können. Viele Studenten gehen hier ein und aus, man könnte es schon fast als Treffpunkt bezeichnen. Die meisten sind hier, um zu arbeiten. Einige wenige kommen heimlich hierher, um zu üben. Es kommt auch vor, dass medizinische Instrumente oder Organe verschwinden, was jedoch kein Grund zur Besorgnis ist. Aber so viele Leichen. Wirklich beunruhigend. Unternimmt denn die Krankenhausleitung nichts dagegen? Nein, sie will nicht, dass die Polizei Wind von der Sache bekommt. Polizeiliche Ermittlungen würden wegen des Verdachts auf die Verwendung nicht freigegebener Leichen zweifellos zur Entlassung in der Chefetage führen. Könntest du im Auftrag der Universitätsklinik mit Sherlock Holmes über die Sache reden? Können wir machen. Welche Leichen fehlen? Das weiß ich nicht genau. Aber ich kann eine vollständige Liste erstellen, wenn du hier für einige Minuten wartest. Sieh dich in der Zwischenzeit ruhig um. Wird dich an die alten Zeiten erinnern. Danke, Andrew. Das machen wir doch direkt. So, gibt es hier interessante Sachen? Einiges. Fangen wir mal hier an. Was ist denn das? Dieses chirurgische Instrument ähnelt einem Schraubenzieher. Wirklich amüsant. Vielleicht wird es sich als nützlich erweisen. Ich bringe es später wieder zurück. Okay. Hier führen die Studenten ihre Experimente durch. Chirurgisches Instrument. Gibt es hier irgendwas? Dann gehen wir mal da weiter. Hier führen die Studenten ihre Experimente durch. Das wissen wir. Dieser Lappen ist voller Schmierfett. Und wurde sicher nicht für die Leichensektion verwendet. Hat hier jemand mechanische Arbeiten verrichtet? Diese Rolltische sind gut geeignet zum Auslegen von chirurgischen Instrumenten. Dieses Rädchen dreht sich nicht, obwohl es mit Schmierfett gewartet wurde. Okay. Dieses Rädchen dreht sich nicht. Den Schraubenzieher? Eine Notiz. Ah. Was zum... Warum wurde sie dort versteckt? Oh, was ist denn das? Ethan Levy? Ethan Levy, Sohn von Sarah und Jacob Levy. Eingige. Diagnose Syphilis, behandelt mit Quecksilber und Penicillin. Ernster Zustand, fortgeschrittenes Stadium, möglicherweise hochgradig gefährdet, oder? Patient sorgfältig beobachten. Paar lateinische Wörter. Der Magnet befindet sich im Herzen. Diese Tafel benutzen und danach abwischen. Der Magnet befindet sich im Herzen. Ein altes Rezept, armes Kind. So jung und schon todkrank. Merkwürdig. Jemand hat etwas vermerkt. Teilweise auf Lateinisch. Scheinen Anweisungen zu sein.
In der letzten Unterrichtsstunde wurde wohl das menschliche Herz behandelt. Erstsemester, schätze ich, denn die Zeichnung ist ziemlich vereinfacht. Der Magnet befindet sich im Herzen. Schade, ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwo... In diesem Glasbehälter wird ein Herz aufbewahrt. Der Farbe nach zu urteilen, kann es noch nicht alt sein. Außerdem ähnelt es der Zeichnung auf der Tafel. Dieser Glasbehälter weist zwei Deckel mit Kombinationsschlössern auf. Anleitung. Nein, da gibt's keine Anleitung. Ah, shit. Zeitalter. Was wäre das schon? Was ist das? Okay. Oh Gott. Da fehlt bestimmt noch was, ne? Naja, okay. Ah, was haben wir denn da? Ein Lexikon über Anatomie. Das Lesezeichen markiert eine Seite über... Ah, sehr gut. Hier führen die Studenten ihre Experimente durch. Gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Vielleicht hier drüben auf der Folterbank? Aber die experimentieren mit Leichen, hätte ich gedacht. Und dann ist sowas, oder... In diesem Glasbehälter wird ein... Dieser Glasbehälter... Ja. Da hau ich am besten das Buch hin. Okay. Alles klar. So. Ja. Jetzt mal überlegen. Was könnte das bedeuten? Wir haben hier eine Uhr von 1 bis 12. Wir haben hier Worte. Wir haben hier auch... Die stimmen überein. Truncus. Truncus. Vena cava superior. Und Atrium Sinistrum. Atrium Sinistrum. Jetzt ist bloß die Frage, was soll ich machen? Okay. Das ist interessant. Also die 1, Vena cava superior, ist das da? Vielleicht muss ich mit der auf die 1. Und mit dem roten Valva aorta. Aortai. Das ist die 8. Hier. Oder auf Truncus pulmonalis. Was ist das? Das ist das da oben, ist die 2. Sieh an, zwischen den beiden Deckeln ist ein Stück Papier versteckt. Okay. Ja, eine 6. War es das schon? Nein, warte, da gibt's doch noch was. Dann probieren wir doch mal auch die... Das ist dann die Valva-Aorta. Warte, wohin zeigt denn das? Das zeigt auf die 11, oder?
Vater ist... Nee, die Elf ist das da drüben. Warte. Zeigt irgendwo... Also muss die 5 sein. Nein, da oben. Schade. Ich bin jetzt einfach mal durchgegangen. Vielleicht hätte es ja gestimmt. Das müsste Atrium Sinister. Also nochmal. Ich glaube, das andere war. Da haben wir. Ne, egal. Weil war Orte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Die 1 ist blau. Vena Cava Superior. Ach so, ich muss auf die 8. Auf die 8 und... Unglaublich! Jemand hat in diesem Behälter mit dem Herz einen Magneten versteckt. Aber warum? Puh. Wenn ich das wüsste. Aktivieren wir mal den Magnet. Wo war denn irgendwas im Herzen? Der Magnet befindet sich im Herzen. Sechs und Magnet. Um Gottes Willen. Alles klar, hier ist die Nummer 6. Nee. Merkwürdig. Hinter dieser Glasplatte befindet sich ein Magnet mit einem Haken. Ich brauche etwas. Ja, den Magnet haben wir doch. Okay. Nein. Dr. Bibber. So, das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. Das sagt er andauernd. einen Haken haben wir jetzt, oder? Ja, toll. Kann ich mit dem Haken irgendwas hier machen? Ist hier irgendwas zu tun? Ein Loch. Oh. Da ist etwas drin, aber wie kriege ich den Gegenstand heraus? Lass mich. Ich brauche einen Haken. Tja, wie durch Zufall haben wir einen Haken. Ich bin fündig geworden. Ach, jetzt gibt's wieder eine Zahl, oder wie? Eine verschlüsselte Nachricht. Ich glaube, dafür brauche ich Holmes. Hier ist die Liste, John. Folgende Leichen sind verschwunden. Eine Frau, 40 Jahre alt, Anfang August. Eine weitere Frau, 55 Jahre alt, vor 2 Wochen. Und erst neulich eine junge Frau. Diese Leichen weisen keine Gemeinsamkeiten auf, außer... dass keine erkennbaren Verletzungen vorliegen. Das alles ist sehr beunruhigend. Nun, ich denke, ich habe alle nötigen Informationen und verspreche, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Ich muss los, mein Freund, und... Und im Namen unserer Freundschaft bitte vermeide jegliches Aufsehen. Selbstverständlich. Danke, Andrew. Ich habe zu danken, John. Richte deiner reizenden Frau Gemahlin Grüße aus und halte mich auf dem Laufenden. Du kannst dich auf mich verlassen, Andrew.
Ich muss einen Abstecher ins Wespennest machen und diesen Schurken finden, der laut Watson Bluto heißt.